Guten Abend, willkommen in der Anstalt. Willkommen in der Anstalt. Das ist guten Abend. Ja, danke. Es ist. Es ist da. Hab ich. Das ist. Ich hab. Es ist mir. Es, ist, der, ich bin auch. Also, es tut mir ein bisschen. Eigentlich hätte es die Pauli. Aber die ist leider verhindert. Jetzt muss ich da. Künstlerisch anspruchsvoll und ästhetisch soll, hat die. Da hat die schöne Landrätin wirklich dran geglaubt. Ne, dass ihr für diese Nummer die Herzen der Menschen zufliegen. Oh, da hätte sie die Fotos aber mit ihm hier kombinieren müssen. Mit Knut geht alles. Dieser Bärenhype geht er ihn also auf den Sack. Das ist unglaublich. Fort damit! Hinne mal, fange den, können Sie behalten, ich will ihn nicht mehr sein. Ehrlich wahr, mit Knut im Rücken, das hat man gesehen, kannst du dir alles erlauben. Das hat der Oettinger irgendwie nicht so richtig geschnallt. Keine Angst, auf diese schwäbische Maultasche kommen wir noch öfters heute Abend. Ja. Jetzt alle die Debatte für beendet erklärt haben. Haben Sie gesehen, im Heute-Journal? Ne, gerade noch mal in der Nachricht, so, Futzel, 25 Sekunden, das war's. Ich meine, gut, es war aber ein bisschen, man ist ja gar nicht mehr nachkommen. Was er mit erst hat er nichts gesagt, ne, das war noch das Beste. Ne? Und dann hat er sich entschuldigt. Also nein, nie ganz. Er hat gesagt, es täte ihm leid, dass er sich entschuldigt hat für etwas, was richtig und wichtig war, was wir aber leider missverstanden haben, weil wir können alles außer Schwäbisch oder so. Jetzt hat die Nase sich ja noch distanziert für die rechten Säcke in Baden-Württemberg von seiner Entschuldigung und für den Rest und den Parteifrieden von sich selbst. Er steht jetzt völlig neben. Im Grunde genommen hat es mich eigentlich nie gegeben. Der Mann ist unglaublich. Na, der ist, er hat ja schon bei uns einen Aufnahmeantrag, wir haben komplett abgelehnt, weil wir müssen uns ja um die wirklich wichtigen Dinge kümmern. Wie geht es Knut? Jetzt fragen sich schon alle bei diesem Tropen-April, müssen wir ihm das Fell rasieren, dass er nicht so schwitzt? Na, und was passiert mit ihm, wenn dieses süße Wollknäuel wieder erwarten doch noch wächst und größer wird? Sag ich eigentlich auch kein Problem, dann. Hä? Ist doch kein. Locker? Ist überhaupt nicht. Ne, ich mach mir einfach. Dann wird er umlackiert und wir schicken ihn nach Bayern. Können Sie jetzt mal mit diesem Drecksbären endlich aufhören? Das ist doch kein Thema für uns. Was wollen Sie denn mit so einem Bären? Oder halten Sie sich mit einem solchen Kokolores auf? Wir sollten uns in solche Niederungen überhaupt nicht begeben, Herr Priol. Ich habe Ihnen das vorhin hin schon gesagt. Für das Latex-Programm ist die Pauli zuständig. Heute werden Sie mich nicht provozieren. Hab ich ja gar nicht vor. Die Pauli, was macht die jetzt eigentlich? Liegt auf Zimmer 8. Gut. Symptome? Ja, sie klagt. Also sie klagt darüber, dass sie doch nicht geklagt hat. Also wenn Sie mich fragen, Realitätsverlust. Ja. Hält Park Avenue für eine seriöse Zeitschrift, nicht wahr? Ja. Am Anfang hat sie ja noch ein bisschen gefallen. Ne? Bei dem Fotoshooting, erst war es ja völlig aus dem Höschen. Bitte, oh nein, nein, nein. Also jetzt lassen Sie es aber gut sein, lieber. Pauli, Knut, das sind doch keine Themen. Gibt es ja nicht irgendwas wirklich Aktuelles, wirklich Wichtiges? Ja, natürlich doch. Der Papst hat gestern Geburtstag gehabt. Wir sind 80. Ja, prima. Heute ist Margot Honecker 80 geworden. Ich meine, ob es was wirklich aktuell Wichtiges gibt. Ja, der Klavierstimmer ist immer noch nicht da. Oh, Hausmusik verschiebt sich nach hinten. Dafür kommt gleich der Gastdozent aus Österreich. Österreich? Ja, na ja, da haben wir ja wieder ein bisschen was zu feiern bald. Ne? So wieder Geburtstag, 3 Tage noch, 20. April. Ah, genau. Ja. Schade, dass das der Filbinger nicht mehr erleben durfte. Ja, das ist wahr. Ja, man weiß ja nicht, vielleicht sagt der Oettinger ja wieder was. Könnte sein. Ja, ich habe überlegt, ja, ich dachte, ich habe ja vor, ob ich nicht auch noch einen Nachruf verfassen soll. Oh ja, bitte natürlich, wahrscheinlich, und dann noch eine Klage hinterher schieben. Ich kenne Sie doch, bitte nicht. Lassen Sie das, hören Sie mir dann. Entschuldigung, aber was soll das hier eigentlich? Haben wir kein Putzpersonal mehr? Nein, Naomi Campbell hat abgesagt. Das ist, Was? Nein, ich trage die ja nur präventiv wegen dem Schäuble. Aufpassen, nirgendwo Fingerabdrücke hinterlassen. Ja. Sonst werde ich doch digital verhaftet, ja, ja, wenn ich wieder zu schnell in die Radar falle. Sie, Schäuble, das wäre einer für uns. Aber stationär. Diagnose, Verfolgungswahn und Kontrollverlust. Naja.
Ich kann mich ganz gut in ihn reinversetzen. Doch, das ist nein, eine, bitte nicht. Doch, er ist halt in Sorge. Na, unsere Zivilgesellschaft ist doch von Feinden umzingelt. So, wo denn? Keine Ahnung. Aber da hat er recht, da muss gehandelt werden. Und bevor fremde Hände unseren Rechtsstaat zerstören, bevor es so weit kommt, ja, hat was? Er gesagt, mache ich es lieber selbst. So gefallen Sie mir. Jetzt zeigen Sie mir Ihr wahres Gesicht, Herr Priol. Das ist alles Maskerade. Jetzt hört mir das erst auf, nicht wahr? Ihre Clownereien immer. Diese Handschuhe, diese blöden. Diese hässliche Frisur. Diese grässlichen Hemden. Das ist Maskerade. Sie verstecken den Analytiker in Ihrem Inneren. In Wirklichkeit sind Sie ein Analytiker, der nur keine Lust hat, mit Leuten zu reden, die noch verrückter sind als Sie selber. Wäre ich Kardinal Lehmann, würde ich Heinz Schenk jetzt Folgendes aus mir sprechen lassen. Zwei Lebensstützen brechen nie. Gebet und Arbeit heißen sie. Das ist doch, das ist anders, kriegst du denn doch nie los. Ne? Immer kommt er an und stört die Idylle. Apropos Idylle, ich habe jetzt mal eine kleine Bitte. Können Sie mir mal helfen, da dieses ästhetische Landrätinnen-Gelump da wieder loszuwerden? Einfach dahin rausziehen, das geht ganz schnell. So, das ist sehr freundlich von Ihnen. Geht da pieps, als ich mir ein bisschen so, Dankeschön. So, boah, nee, das nehme ich. Das ist ein Geruch. Das ist, freiwillig hat die und angeblich von nichts gewusst. Das ist so, jetzt musste Kittel noch schnell aus. Keine Angst, viel mehr passiert nicht. Das ist dann gar nicht drum. Wo war ich jetzt eigentlich stehen geblieben? Ach ja, Idylle. Richtig. Und da müssen wir sagen, es ist doch einfach bei uns, es geht uns super, oder? Hä? Seit Ostern alleine mal das Wetter. So lässt sich die Klimakatastrophe aushalten. Außenpolitisch sind wir dabei. Unsere Tornados haben die ersten Testflüge in Afghanistan absolviert. Es ist nichts passiert. Obwohl die Taliban sie schwer irritiert haben, weil sie dauernd mit Schweizer Fähnchen gewedelt haben. Na, aber es ist. Und im Inneren, hört mal, im Inneren doch sowieso, das ist super, die Steuern explodieren. Damit halt auch die Einnahmen. Es ist doch, die Bundesregierung badet im Geld. Die Wirtschaft badet im Geld. Die Jobagenturen baden im Geld. Und dann kommt dieses lästige Volk und sagt, wir müssen da gerne ein bisschen neu ins Becken. Hat aber Finanzbademeister Steinbrück aber gleich da den Pfahl eingerammt, Baden verboten. Ne? Und das Brave ist kein Problem, das ist Klima. Und das Volk trollt sich brav ins Planschbecken. Ne? Zum Glück hat da unser super Wirtschaftsminister Michael Glos. Na, der hat da ja sich aufgeplustert. Der hat sich, muss sich irgendwo um Ostern rum gedacht haben, mich kennt keiner mehr. Ich muss ja mal wieder was sagen. Ne? Und dann hat er ja nach einem Rettungsring gegriffen, nachdem jeder politische Provinzdepp greift, wenn er sonst gar nichts mehr auf der Pfanne hat, und hat stolz verkündet, der Bürger muss steuerlich entlastet werden. Hey, hat gesagt, Michel, was für eine mutige Forderung. Gut, da hat er noch ein bisschen was hinterher genuschelt, hat noch gemeint, wenn der Haushalt konsolidiert ist. Okay, das wissen wir, das wird erst in etwa 1200 Jahren der Fall sein, aber egal, Hauptsache was gesagt. Es ist wirklich Michel Glos, bei dem habe ich ständig den Eindruck, dass die rechte Hirnhälfte was denkt, was die linke noch gar nicht weiß. Nein, halt, da tue ich ihm Unrecht, da hätte ich ihm zwei bösartige Dinge unterstellt, erstens, dass er denkt und zweitens, dass er eine zweite Hälfte hat. Na, aber er ist wirklich, na, er will. Ist so gut. Er will ja, dass wir alle mehr Geld haben, aber sobald das Stichwort Mindestlohn, hat er sofort wieder Schaum vom Mund. Das gefährdet Arbeitsplätze. Immerhin, sittenwidrige Löhne lehnt er auch ab. Aber nur, weil er Rückendeckung von der deutschen Wirtschaft bekommen hat, die gesagt hat, für uns ist jeder Lohn sittenwidrig. Na, und aber ist halt CSU, kannst du nichts machen. Das sind sie halt alle. Es ist im Moment eher ein bisschen schwierig. Ne? CSU, da sind sie jetzt alle auf den letzten Metern von Edmund. Der, was hat der sich grün und blau geärgert wegen der Pauli-Geschichte? Das ist, wozu? Wozu hab ich diese Frau bespitzeln lassen?
die macht freiwillig ja viel mehr als das, was ich jemals aus ihr hätte herausspitzeln können, diese arme Kerl. Ne, er sucht verzweifelt nach Anerkennung, weil in die Partei sowas hat. Er sich nochmal gefreut auf seine Abschiedstournee in Asien, der Asiate an sich. Blickt noch zu mir auf. Sagt, na ja, mit dem Dings da, Sie sorgen sich. Nein, Sie wollen alle. Sie sind wirklich. Aber Sie sind alle bemüht in der Partei, ihm einen guten Abgang und was machen wir mit ihm? Und kriegt er irgendeinen Posten? Da sagt er, muss man nur mal zur Schwesterpartei schielen, der CDU. Ne? Der davongejagte Ex-Ehrenvorsitzende Helmut Kohl ist jetzt allen Ernstes für den Friedensnobelpreis nominiert. Da war sogar der Dicke überrascht. Ja. Nur weil mir damals die Mauer genauso in den Schoß gefallen ist wie Angela Merkel, der Ratsvorsitz der EU. Unglaublich, wofür man in diesem Land gefeiert wird. Na, hat er irgendwo recht. Ist klar, das ist auch klar. Das ist. Es ist wirklich wahr. Wir sind mittlerweile mit so wenig zufrieden bei uns. Jetzt fangen Sie auch an zu nörgeln, das ist ja ungewöhnlich. Mir haben Sie doch immer gesagt, ich soll mehr das Positive sehen. Habe ich übrigens auch gemacht. Nein. Und wenn man will, kann man das auch. Deutschland bewegt sich. Oh, das ist ein gutes Stichwort, da gehe ich jetzt mal. Nein, da sollten Sie. Nein! Das, lassen Sie es doch. Ja, das können Sie sich sparen, das hört ja doch gar nicht mehr. Nein, das ist diese Initiative, da sollte jeder mitmachen. Deutschland bewegt sich, kennen Sie doch, oder? Vom ZDF und Barmer Ersatzkasse und Bild am Sonntag. Finde ich sehr gute Sache. Neulich bei Wetten, dass zum Beispiel, da war eine Aktion von Deutschland bewegt sich. Und zwar, ich glaube, es ging um Jugendsport. Der Hauptgewinn war ein Sportgerät für 100.000 Euro. Und zwar das hier. Meine Damen und Herren, das ist ein Audi R8. Der wurde erst in die Halle geschoben und dann hat Heike Drechsler ihn 10 Meter weit gefahren. Wahrscheinlich wegen des Treibhauseffektes. Nicht? Die CO2-Werte liegen ganz dicht bei dem, was ein Tornado im Tiefflug hinter sich lässt. Ein Dreiviertel Pfund CO2 pro Kilometer. Nur mal am Rande. Sie fragen sich jetzt wahrscheinlich, was hat das mit Volksgesundheit zu tun? Sehen Sie, und das haben sich die Zuschauer auch gefragt, weg mit der Fernbedienung und haben gesagt, komm Schatz, da gehen wir lieber eine Runde um den Block. Nicht? Und das ist doch positiv, verstehen Sie? Einmal sich bewegen ist doch besser, als so ein Auto anglotzen und dabei Bier trinken. Nicht? Übrigens, Bier trinken, Meier Vorfelder ist wieder da. Nicht? Meier Vorfelder, meine Damen und Herren, das ist auch ein ganz, ganz alter Weggefährte von... Ja. Auch eine Art von Nachruf. Nicht? Der ist der Meier Vorfelder... man könnte meinen, Sie hätten es geübt. Nicht? Nein, dieser Meier Filminger ist zwangsaktiviert. Meier Vorfelder, meine Damen und Herren. Der ist zwangsaktiviert beim DFB. Sie wissen nicht genau, auf welches Abstellgleis Sie ihn jetzt schieben sollen im Augenblick. Also ich finde ja diese Initiative für Volksgesundheit. Keine Macht den Drogen. Sowas, dieses Kampf gegen Kummersaufen. So eine Aktion, das wäre was für Meier Vorfelder. Nicht das. Sie, man sagt, die besten Pazifisten sind die alten Kriegskameraden, meine Damen und Herren. Das sagt man ja auch. Nicht? Das, da läuft auch einiges bei unseren Sportverbänden schief, das muss man sagen, meine Damen und Herren. Wenn bei uns Jugendliche bei Wettkämpfen offiziell von und mit Bier und Jägermeister betreut werden, nicht? Da ist die Leber für ein Flatrate-Saufen mit Wodka und Bacardi falsch trainiert. Da muss ein Fachmann ran. Sehen Sie. War doch einigermaßen. Wir sollten. Ich werde Herrn Priol vorschlagen, dass wir bei uns einen Stammtisch für ihn einrichten. Ja, aber wie gesagt, um Kinder, da sollten wir uns sehr viel kümmern, meine Damen und Herren. Und da passiert übrigens auch Positives bei uns. Es gibt zum Beispiel, ich habe ein Beispiel rausgefunden für Sie von einem Kind. Das ist ein Kind von 5 Jahren, hier. Es handelt sich um ein Model, das 5 Jahre alt ist. Dieses Kind, meine Damen und Herren, ich habe es aus der Werbung, hat sich zur Aufgabe gemacht, eine ultimative Kosmetikserie, speziell für Mädchen ab 5, und das Volk zu bringen. Und zwar, um das Pflegebewusstsein schon im frühen Alter zu wecken.
was auch wichtig ist, nicht? Wie wollen denn die Kleinen dann später das Casting hinter sich bringen, wenn sie nicht trainiert werden, bevor sie Dieter Bohlen und Heidi Klum zum Fraß vorgeworfen werden? Kommt Ihnen übrigens das, kommt Ihnen das Kind bekannt vor? Ja, ist die Tochter von Boris Becker. Ja, zugegeben, die Ähnlichkeit wirkt etwas verschwommen. Ja, vielleicht, weil die Grundsubstanz beim Transport etwas verbessert wurde. Ja. Boris macht übrigens jetzt in Kondome. Kleiner Tollpatsch, nicht? Das war unglücklich. Also ich meine, er wirbt für die Benutzung von Kondomen. Kondome, AIDS-Hilfe, auch ein positives Geschäft. Nicht sehr positiv. Zum Beispiel Böhringer Ingelheim ist Weltmarktführer für AIDS-Sirup für Kinder. Das ist eine Wachstumsbranche, meine Damen und Herren. Da kann man auch richtig Geld verdienen. Allein in Südafrika 2 Millionen Kunden. Leider gibt es Länder, in denen ein gleich wirksames Sirup so preiswert verkauft wird, dass es sich in Indien zum Beispiel jede Bettlerfamilie das Zeug kaufen kann. Und um das zu unterbinden, hat Böhringer jetzt einen Antrag auf Patentschutz in Indien eingebracht, damit die nicht da so wild drum machen. Nicht das. Und da sehen Sie wieder, nicht? Deutschland bewegt was. Nicht? Man muss es nur sehen wollen, sagt der Doktor. Aber schon sehr genau. Bitte schön, kommen Sie doch. Dankeschön. Nein, danke schön. Schön, dass Sie jetzt da sind. Das ist Dr. Dorfer, unser Gastdozent aus Österreich. Ich muss immer, Sie haben ja nicht so viel. Sind Sie auch noch so, ich bin ja immer so berauscht von diesem Jahrhundert-Fight im Ring. Von Henry Maske, das tolle Comeback, wie er da mit seinem gleichaltrigen Gegner, wie die da umeinander herumgetänzelt, ne, sind da bis RTL gesagt hat, okay Jungs, Werbepausen sind voll, ihr könnt umfallen. Ne? Und dann hat einer gestupst. Ja. Und dann war's rum. Tolle Idee, dieses Seniorenboxen. Nee. Ja. Durch die Alterspyramide stellt sich immer die Frage, was machen wir mit diesen vielen unnützen alten Menschen? Ja, die Alterspyramide. Ja. Ich habe im Spiegel gelesen, jährlich verschwinden ungefähr 200.000 Deutsche. Das ist eine Stadt wie Mönchengladbach. Gut, da könnte man jetzt zu Recht sagen, scheiß drauf, ne? Weil die Fußballer sind eh schon weg. Ja. Aber was wird mit den Geisterstädten dann passieren? Werden dann besiedelt mit Chinesen oder Indern und sind wir dann die wenigen verbleibenden Österreicher oder Deutsche, sowas wie die Panda-Bären? Die Panda-Bären, das sind doch die, die nur noch fressen, sich nicht mehr bewegen und vermehren. Ja. Wenn wir dann etwa in Zoos irgendwo aus und fotografiert und beglotzt von tausenden Chinesen, Japanern, Indern mit. Eine furchtbare Vorstellung. Aber mit dem Problem lasse ich Sie jetzt besser mal allein, weil Sie haben es ja noch schwerer. Sie sind ja aus Österreich. Guten Abend, ich möchte mich gleich mal bei der Anstaltsleitung bedanken, dass ich hier auftreten darf im Rahmen meiner Kabaretttherapie. Ich bin selbst ein bisschen schizophren, weil meine Mutter war Katholikin, mein Vater war so ein antisemitischer Geschäftsmann und wir haben auch sozialdemokratische Adern in der Familie gehabt. Das heißt, wir haben oft arge Sonntage erlebt. Wir waren zuerst im Maiaufmarsch, dann im Hochamt und zum Schluss beim antisemitischen Zeltfest. Feldfest heißt es, ich kann das Wort kaum aussprechen. Und in meiner akuten Phase habe ich dann geglaubt, ich bin Österreich. Austrophobie heißt das dann in der Fachsprache. Aber ich habe mich auch ein bisschen über Ihr Land eingelesen. Ich habe die Schröder-Biografie gelesen, gratuliere. Und das gefällt mir so an Deutschland. Das gefällt mir so an Deutschland. Bei uns in Österreich ist alles schon so zivilisiert, so glatt. Hier kann es passieren, dass sich der amtierende Bundeskanzler nach der Wahl im Fernsehen besäuft. Das gefällt mir, das hat was von Ukraine. Das ist schön. Das kriegen Sie nicht hin, Frau Merkel, das kriegen Sie nicht hin. Wenn hier einer Mehrheiten bilden kann. Oder hey, und am nächsten Tag. Und am nächsten Tag im ZDF mit Restalkohol oder wie wir in Österreich sagen, mit Restfetten. Schöner österreichischer Spruch, nur eines kann das Fest retten, am nächsten Tag die Restfetten. Wo er gesagt hat, meine Frau hat gemeint, der Auftritt wäre suboptimal gewesen. Den hätten Sie behalten sollen, dann hätten Sie kein Problem mit der Gaslieferung.
Und das gefällt mir an Deutschland. Hier ist alles so politisch korrekt. Das ist so toll. In Österreich nicht. In Wien, wenn man begeistert ist, sagt man, bist du gelähmt. Das ist nicht politisch korrekt. Das gefällt mir auch an Deutschland. Zum Beispiel, dass hier ein sprachbehinderter Ministerpräsident sein kann. So, als Integrationsprojekt. Ja? Oder selbst die Kanzlerin ist ein politisch korrektes Modell. Eine Frau aus dem Osten. Aber nicht zu Ende gedacht. Noch besser wäre eine Frau aus dem Osten im Rollstuhl. Vielleicht mit einem Nigerianer als Freund. Das wäre das keine Anregung. Und ich glaube, wir spüren alle diesen Aufbruch, der durch Deutschland weht. Vielleicht nehmen wir uns, bevor ich gehe, noch mal kurz bei den Händen, meine Damen und Herren, und singen die deutsche Bundeshymne, von einem Österreicher komponiert im Übrigen, sowie die DDR-Hymne, also alles muss man euch machen scheinbar. Nehmen wir uns bei den Händen, meine Damen und Herren, spüren wir die Kraft des Raums und vielleicht gerade jetzt, wo Deutschland ein bisschen wankt, wirtschaftliche Probleme hat, ist es vielleicht wieder ganz gut, dass ein Österreicher kommt, der ihnen sagt, wo es lang geht. Und nur zum Abschluss, das wissen Sie vielleicht nicht, Hitler war Bayer. Weil der Inn hatte damals eine Südschlinge. Wir waren nicht dabei. Wir waren nur Opfer. Wir waren sogar bei den Siegermächten. Schönen Abend nochmal. Vielleicht kurz, ich könnte kurz mein Filbinger Nachruffragment zum Besten geben, wenn es Ihnen nicht ausmacht. Hinterbliebene Kameraden, Gruppenführer Brunnhuber, der Gruppenführer der Landesgruppe der CDU-Bundestagsfraktion Baden-Württemberg, hat gesagt, mit Filbinger verlässt uns eine schwarze Seele. Ich will hier rein! Was? Ich will hier rein! Um Gottes Willen, was ist denn hier los? Was labern Sie denn hier? Sagen Sie mal, was labern Sie denn? Hä? Worum geht's denn? Wieso reden Sie denn so an? Was ist denn los? Ich habe einen Filbinger-Nachruf. Ja, aber was labern Sie denn? Sie sind doch nicht ganz richtig. Natürlich bin ich nicht ganz richtig, deswegen bin ich doch hier. Sagen Sie mal, bin ich hier richtig? Ja, Sie sind ja richtig. Bin ich hier richtig? Ja, kommen Sie mal. Im Zweifelsfall sind Sie hier goldrichtig. Hören Sie, setzen Sie sich zu mir. Ja. Ich sage Ihnen mal was. Sehen Sie mal, kommen Sie. Wenn Sie diesen Irrsinn da draußen, diesen alltäglichen, wenn Sie mit dem nicht mehr zurechtkommen, dann finden Sie bei uns keine Hilfe, aber Gleichgesinnte. Das ist schön zu wissen. Mein Name ist T-Shirt Günther. Angenehm. Ich bringe die Akte. Ja. Ich bringe die Akte. Ich bin gespalten, wie das ganze Land hier. Oh, guter Mann. Die Einheit ist doch längst vollzogen. Was? Die Einheit? Die ist überhaupt nicht vollzogen. Soll ich Ihnen sagen, wenn die Einheit vollzogen ist? Wenn der letzte Ostdeutsche aus dem Grundbuch gelöscht wurde? Jawohl, das sind die Tatsachen. Gerade die Münchner haben alles aufgekauft. Sagen Sie, haben Sie... Bei uns? Ja, schon gut. In den besetzten ja, Gebieten? Ja, schon gut. Natürlich. Ja, haben Sie mal an Racheakte gedacht? Na, freilich. Herr Dombrowski, hier ist es doch, meine Racheakte. Die habe ich doch mitgebracht, da schreibe ich alles rein, jeden Tag. Was? Sie schreiben Ihre eigene Akte? Das ist ja toll. Sie hören wohl gar nicht zu, Mensch, ich bin aus dem Osten. Ja. Wenn man als Ostler keine Akte hat, da hat man doch gar nicht gelebt. Verstehen Sie das nicht? Mich würde auch nicht wundern, wenn Sie über die Merkel noch eine Akte finden. Das sind die Tatsachen. Aber weil wir gerade beim Thema sind. Ja. Kennen Sie den Unterschied zwischen den Russen und dem Westen? Die Russen sind mal losgeworden. Oh, jetzt lass es aber mal gut sein. Nein, hören Sie mal. Jetzt lass ich gar nicht zu. Nein. Also jetzt möchte ich hier aber mal was klarstellen. Ich habe euch auch nicht gewollt. Ich auch nicht. Aber ich? Also nicht unbedingt jetzt gewollt, aber gebraucht. Weil ohne DDR keine Einheit und ohne Einheit kein Friedensnobelpreis. Für mich. Der Sozialismus in seinem Lauf hält weder Ochs noch Esel auf. Was ist denn jetzt los? Halt. Was ist denn mit Ihnen? Geht's Ihnen nicht gut? Ich hab's Ihnen doch gesagt, ich bin gespalten. Was? Ich. Ach du lieber Gott. Hören Sie doch. Wer heutzutage noch an den Sozialismus glaubt, der kommt in die Anstalt. Also bin ich ja doch richtig bei Ihnen, in der Anstalt. Ja, jetzt bringen Sie mich nicht durcheinander. Jetzt sagen Sie mal ganz ehrlich, wollen Sie die DDR zurück oder nicht?
Warten Sie mal. Also, das bleibt aber unter uns. Natürlich. Früher war es schöner. Aber noch früher war es noch schöner. Und wissen Sie, was der Treppenwitz der Geschichte ist? Sie kriegen Ihre DDR durch die Hintertür zurück. Nein. Über die Kinderkrippen. Danke. Das ist ein Treppenwitz der Geschichte. Sie brauchen gar nicht so scheinheilig tun. Das haben Sie doch nur abgeschrieben von Ihrem Bischof, von Ihrem scheinheiligen Mixer. Was? Natürlich, Sie wurden doch gar nicht getöpft. Was? Sie waren doch gar nicht im Kindergarten, Sie haben doch gar nicht im Kindergarten gedient. Was? Sie sind ungetöpfte Nachttöp. Muss man denn hier alles erklären? Ja, nein. Ist doch wieder hier für schwer erziehbar, oder was? Nein, alles gut. Und eins will ich Ihnen nur noch mal sagen. Ja. Je länger man hier drüber nachdenkt, wir hätten dieses ganze System hier erst mal leasen sollen. Da könnten wir es nämlich jetzt auch zurückgeben. Und wären die kostenlos. Kostenlos! Ja, ja, jawohl! Ja, gut. Genossen Bundesbürger, im Auftrag des Zentralkomitees der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands übergebe ich heute feierlich die 1.000.000. Kläranlage für den Plan. Ja, es ist alles im Plan. Es ist alles gut. Bleiben Sie, wo Sie sind. Ich hole nur schnell den Doktor. Sie ist ein Geschenk der Nationalen Front an die Nationale Front. 40 Jahre Knechtschaft, 40 Jahre anhalten, ja, nicht gehen dürfen. Nicht einmal in dringenden Angelegenheiten. Das war die Folge der abenteuerlichen Politik der Bonner-Russen. Noch ein paar Jahre hinter muss ich das übersetzen. Mit Stolz, ja, mit großer innerer Befriedigung kann ich heute einschätzen. Die Kombinate Siemens, McDonalds und Henkel Spee schreiben erstmals seit der Wiedervereinigung rote Zahlen. Jawohl. Und damit sind die Sieger von gestern die Bettler von heute. Jawohl. Was der 13. Parteibeschluss wurde Wirklichkeit. Und macht sie die Linie-Partei. Für die Jüngeren unter uns hier, für die Jüngeren, gemeint war hier die marxistisch-leninistische Partei. Ja? Und marxistisch-leninistische Partei. Ja, Sie brauchen gar nicht so lachen. Oskar Lafontaine spricht doch schon so. Ja, natürlich. Sind doch total schaffen. Das nutzen wir aus, wenn Scherimos, meine Margot wird 80, hoch die internationale Solidarität. Und alle hoch die internationale Solidarität. Freiheit für Angela Merkel. Noch einmal dieses Wort. Sie können hier vieles sich erlauben, aber nicht solche Forderungen stellen. Ihre Akte. Jawohl, ich bitte um Nachsicht, ich habe das so nicht sagen wollen. Ich war immer Gegner der DDR. So, jetzt ab. Hier, Bettruhe. Jawohl, Bettruhe. Halt! Finger weg von diesem Knopf. Ja, und wo ist das Bettzeug? Ab. Jawohl. Dass das immer noch ein Thema ist, Ost und West, jetzt heute, wo wir doch alle globaler denken, Multikulti, da jede Stunde predigt doch die Parteichefin der Grünen auf Claudia Roth, dieser Betroffenheitsflocati, was wir da... Wir müssen toleranter werden, wir müssen alle Kulturen verstehen, auch die im Joghurt, wir müssen tolerant sein... Wir müssen alle fremden Kulturkreise mit ihren Bräuchen bei uns so akzeptieren, wie sie sind, tolerant sein. Na ja, und da hat sich da
Die durchgeknallte Richterin aus Frankfurt hat sich gesagt, ah ja gut, wenn das so ist, ne, wenn es bei Moslems normal ist, dass die Frau ab und zu ein paar aufs Maul, okay, dann ist das halt... Dann ist es halt so, da muss man nicht gleich die vorzeitige Scheidung verlangen. Da geht es einfach mal, oh, das hat für Schwer, hat sie noch gleich im Koran die triumphierend die passende Sure gefunden. Von wegen, es ist das Recht in solchen Dingen des Mannes, seine Frau zu züchtigen. Da gab es aber gleich schwere Diskussionen an den Stammtischen. Das ist, ich habe es immer schon gesagt, nicht alles am Koran ist schlecht. Nein, man, ich fand es ja toll, dass man also alle fremden Kulturkreise mit Bräuchen, Sitten und Riten in unser Rechtssystem integriert. Da gibt es viele hübsche. In Indien hat es noch das Phänomen der Witwenverbrennung. Da hat Ulla Schmidt schon vorlockt, das entzerrte demografischen Faktor. Im Nahen Osten wird einem die Zunge abgeschnitten, wenn man anhaltend die Unwahrheit sagt. Da werden wir uns auf sehr schweigsame Bundestagsdebatten einstellen können. In der nächsten Zeit. Ich sag nix. Ne? Zack, schon gelogen. Zunge weg. Wer stiehlt oder Gelder veruntreut, dem wird im Nahen Osten die Hand abgehackt. Da müsst der halbe Siemens-Vorstand mit blutigen Stümpfen rumlaufen. Das ist schlimm. Das ist ganz schlimm. Das ist mittlerweile... Mittlerweile zittern ja alle, was bei uns in der Wirtschaft da an Dings, bei jeder Jahreshauptversammlung, da wissen die Aktionäre doch gar nicht, was kommt als erstes auf die Tagesordnung. Entlastung des Vorstands oder Verhaftung des Vorstands. Da ist es schon schön, wenn man dann als Schwerverdächtiger so seinen Beistand hat, wie Heinrich von Pierer zum Beispiel, der ganz Gelackte. Na, der hat ja in seiner aktiven Zeit bei Siemens überall seine Finger drin gehabt. So viel kannst du gar nicht abhacken. Na, aber... Er hat nichts zu befürchten, weil er berät unsere tolle, geschmeidige Volkskanzlerin. Und die hält trotz der Korruptionsaffäre an ihrem Chefberater fest, weil sie gesagt hat, er leistet ganz vorzügliche Arbeit. Da habe ich gesagt, jetzt bin ich mal gespannt, für was für einen Posten sie Peter Hartz noch ausgraben werden. Man muss mit allem... Aber das ist ja das Erstaunliche an der Frau, die kann machen, was sie will, tun und lassen. Ja, mehr lassen, also es ist nichts, sie wird hochgejatzt. Ohne Ende. Oh, was haben Sie alle bewundert, wie sie ihren Parteifreund Oettinger in seine Entschuldigungsorgie geknechtet hat. Ihr hat es, ging das völlig am Ding, weil das Hauptsache wieder Kerbe mehr in meinem Colt, weil sie hat ihn anfangs ja nicht als CDU-Chefin gerüffelt, sondern als EU-Ratsvorsitzende, weil der Druck von außen zu groß. Auch sie weiß, dass sie die ganzen morschen Knochen und die Stimmen von denen braucht, um 2009 wieder satt wiedergewählt zu werden, weil er so seine gespaltene Persönlichkeit ausleben kann, finde ich, was mich ein bisschen gewundert hat an unserer Gralshüterin der Nachkriegsdemokratie, warum sie die ganze Causa Filbinger nicht schon ein bisschen früher mal als ihre Erfindung, unser toller Bundespräsidentenversuch, Horst Köhler, als der, also Hütchenaufsteller, als der an uns allen vorbei, zu unserem ihrem Präsidenten, gewählt worden ist, da konnte man unter all diesen Wahlmännernasen auch einen greisen Elder Statesman erspähen. Hans Filbinger. Habe ich mir gedacht, das ist eine gelebte, verlogene Parteiendemokratie. Da kann man eigentlich auch nur desertieren gehen. Hoffentlich. Hoffentlich schießt jetzt keiner. Hören Sie, wir sollten noch mal über diesen Oettinger reden. Nein, bitte, nichts mehr zu Oettinger. Sagen Sie mir lieber, wo der Klavierstimmer bleibt. Die Sache Oettinger ist jetzt wirklich aber sowas von gegessen. Er macht jetzt noch im privaten Kreis, wird er seine Grabrede noch ein bisschen aktualisieren. Von wegen, ja, also, Filbinger war nicht nur kein Nationalsozialist, sondern gefühlt war er eigentlich Obergruppenführer der Weißen Rose. Na, und das war's. Na, aus und vorbei. Mehr kommt da nicht mehr. Das ist alles. Mehr kommt da nicht mehr. Aus und vorbei. Damit ist rum. Ja. Das kann doch gar nicht sein. Was muss denn so einer noch alles erzählen, bis wir ihn los sind? Sie haben da immer noch Hoffnung, oder? Ja, natürlich. Sie sind putzig, so Leute wird man nie wieder los. Wenn sich der Parasit erst mal im Wirtstier eingenistet hat. Wo Wirtstier? Partei.
Ach so, ja, ja. Nehmen Sie mal die ganzen Generalsekretäre der Union. All diese armen Würmchen, die es Angela, also die es Angela in all ihren Jahren schon verschlissen hat. Ruprecht Polenz, super ganz große Nummer. Aber der ist doch längst weg. Nein, der ist Vorsitzender vom Auswärtigen Ausschuss im Bundestag. Na ja, gut, Ausschuss. Und was ist mit Laurenz Mayer? Der ist wirtschaftspolitischer Sprecher der Unionsfraktion, weil draußen in der freien Wirtschaft wollte ihn ja keiner. Und Kauder wälscht im Fraktions. Oh, oha. Im Fraktionsvorsitz. Respekt. Ja. War wieder einer fürs Feuilleton, was? Ja. Jetzt muss ich aber mal fragen. Das heißt also, im Prinzip muss einer in der Union erstmal als Generalsekretär für alles zu blöd gewesen sein, um anschließend als Experte wieder auftauchen zu können. Ja, da hat Rodald Pofalla noch einen großen Karriereschub vor sich. Aber jetzt passen Sie mal auf. So. Wir machen da Witze drüber, aber was ist die Konsequenz daraus? Soll ich Ihnen das mal sagen? Bitte. Jeder zweite Deutsche findet unsere Demokratie schlecht. Ach was, das wird schon wieder, es geht doch aufwärts. Ja, aber mit wem geht's aufwärts? 70% der Bevölkerung sind der Auffassung, dass sie an diesem Wirtschaftsaufschwung im Lande nicht teilhaben. Und recht haben sie. Ja, ich sage Ihnen schon oft, Sie wüten immer zu kurz. Sie hätten schon die Umfrage zu Ende lesen müssen. Weil 70% sind mit der Arbeit von Angela Merkel völlig zufrieden. Nein, Moment. Das geht doch gar nicht. Das sind doch gar keine 100%. Hey. Hören Sie, das würde ja bedeuten, dass die Hälfte der Bevölkerung eine Politik gut findet, von der sie gar nichts hat. Ja, so ein Volk würde ich auch gerne mal regieren. Könnte ich heute Abend eine Tablette mehr haben, bitte? Wenn's hilft. Okay. Ach, und wenn nicht, immer dran denken. Alles wird Knut. Einen habe ich noch für Sie. Was denn? Ja, laut der neuesten Forsa-Umfrage wissen 35% der Deutschen nicht, was Kurt Beck ist. Ist doch gut. Ist doch schön. Und? Aber 39% bewerten seine Arbeit als gut. So, jetzt können wir beide rechnen gehen. Krieg, überall Krieg und ich muss den Flügel stimmen, das ist doch nicht so gut. Stimmt doch, wenn alles halbwegs so stimmen würde wie der Flügel hier. Überall Krieg, gestern Virginia, Afghanistan, die dritte Staffel ist gerade angelaufen. Haben sie doch verlängert wegen guten Quoten. Und dann vor ein paar Monaten erst dieser Krieg da in Libanon. Wir liefern denen Waffen und die machen alles kaputt. Ja? Ist doch nicht richtig. Hätten die nicht schöne Sachen machen können aus den Waffen? Hat sich doch etliches angesammelt im Lauf der Jahre. Irgendwas Vernünftiges, von Wert, was Bleibendes. Eine Panzerpyramide, irgendwas. Eine Haubitzenbrücke. Man kann so tolle Sachen machen aus Waffen. Machen die alles kaputt. Und jetzt sind alle empört. Ich glaube, Deutschland und Frankreich sind die empörtesten Waffenhändler weltweit. Ja, ja. Und die Merkel fährt nur rum und lässt sich alle 3 Wochen die Hand lutschen von Jacques Chirac. Was soll das? Was soll das? Ach, sicher. Die wahren Feinde Israels, das sind die amerikanischen und europäischen Waffenhändler. Echten Freunden schickt man keine Waffen und verkaufen schon zweimal nicht. Weil wir schlau sind. Die haben nur das Alte Testament. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Wir haben noch die Bergpredigt dabei. Liebe deine Feinde und schick ihnen Waffen und gucke, wie sie sich Augen und Zähne ausschlagen. Und schicke Friedenstruppen erst dann, wenn die neuen U-Boot-Bestellungen unter Dach und Fach sind. Weil wir schlau sind, natürlich. Die haben jetzt rausgekriegt, diese israelischen Atomwaffen sind viel ungefährlicher als die iranischen. Ja. Ich glaube, die CIA hat's rausgekriegt. Ja, ich will gar nicht. Ja. Die kriegen alles raus.
Ja, die CIA. Das waren noch Zeiten, als die Achse des Bösen noch Seidenstraße hieß. Hä? Ja. Der Schröder kriegt jetzt richtig Dresche, weil er Putin für einen lupenreinen Demokraten hält. Die Merkel hält Bush für einen lupenreinen Demokraten. Ey. Where's the fucking difference? Es ist wie immer, Deutschland macht den Spagat, natürlich. Der Bush hat er die Wiege der Menschheit ausgebombt. Der Christ. Dieser Bush, das ist ja ein Christ. Das wissen die wenigsten. Ich glaube, die CIA hat's rausgekriegt. Doch, ja. Oh. Die kriegen alles raus. Wie viele Irakerinnen und Iraker könnten heute noch leben, wenn dieser Bush damals an dieser Brezel erstickt wäre? Wahnsinn! Manchmal liegt's nur am Gebäck. Iran hat jetzt schon 3 große Containerschiffe mit Brezel nach Washington geschickt. Von Nordkorea kamen immer Laugenstangen. 150.000 tote Zivilisten seit Kriegsbeginn im Irak. Erinnern Sie sich noch an Zeiten, als amerikanische Präsidenten einfach erschossen wurden? Der Bush, der fährt gar kein Cabrio, glaube ich. Ach, hat er gar nicht. Den müssen sie vom Pferd holen, ich sag's Ihnen. Ach, was reg ich mich auf. 80 Jahre Ratzinger, 16 Jahre Soli-Zuschlag. Hä? Da jubiliert die Volksseele. Ich find's großartig. Die Ossis sollten, wenn's nach mir ginge, noch 100 Jahre Soli-Zuschlag kriegen. Bis sie merken, dass man Autobahnen nicht essen kann. Hm? Guten Abend. Tschüss. Den Düsteren ist ja grauenvoll. Das ist ja, ich muss mal, Schluss mit diesem düsteren Farben, dem Gejammer. Es ist doch alles, geht uns doch super. Diese Republik ist demokratisch sowas von gereift wie Bananen im Frachter. Na, das ist super. Das hat mir bei der Verabschiedung des tollen Nichtraucherschutzgesetzes wo ja alle, die haben sich gefeiert, also an einem Strang gezogen haben, auf Lunge. Na, Bund und Länder, dass sie sich einheitlich ein bundesweit, das in Schulbussen nicht geraucht werden kann. Ansonsten macht jedes Bundesland das, was es dank der Föderalismusreform darf. Na, jeder Depp kann irgendwo. Hessen hat die schönste Ausnahme vom Rauchverbot. In Hessen gilt sind Wasserpfeifen vom Rauchverbot befreit. Das habe ich noch verstanden, weil ein Wasserpfeifenverbot in Hessen, da wäre der komplette Landtag leer. Was machen Sie denn schon wieder da? Ich habe eine Überraschung für Sie. Ich habe mich entschieden, bei Ihnen zu bleiben. Nein. Doch. Hören Sie, wenn Sie das nicht wollen, wissen Sie, was Sie da machen müssen? Alle 14 Tage Aufnahme- und Entlassungsbericht für mich. Lass mich. Hören Sie, ich mache Ihnen einen Vorschlag. Ich respektiere Ihren Fahrstuhl und ich darf bleiben. Von mir aus? Ja. So, schön. Das auch. Endlich zu Hause. Er verändert sich auch mit Lauf der Zeit, nicht? Ja, liebe Landsleute, ich übernehme ab sofort die Patientenfortbildung. Ich freue mich heute Abend, ich darf vielleicht kurz vorstellen, mein Name ist Sanftleben, Oberstleutnant Ade. Ich freue mich heute Abend im Namen der öffentlich-rechtlichen Anstalten hier zum Thema Raketenschirm referieren zu dürfen. Manche Landsleute haben Angst vor iranischen Atomraketen, andere Landsleute wiederum haben Angst vor amerikanischer Raketenabwehr. Dazu 2 gute Meldungen gleich vorneweg. Es gibt überhaupt keine irakischen Atomraketen und zweitens, es gibt auch keine amerikanischen Abwehrraketen. Ich dachte. Und schon sind wir bei der nächsten Frage, nämlich, wer hat dann vor wem Angst und warum? Oder bei uns in der Fachsprache gesagt, wie ist die Bedrohungslage?
Schauen wir uns, liebe Landsleute, zur Bedrohungslage einmal die aktuelle Situation an. Im Reich des Bösen, bei uns natürlich in Rot gehalten, nicht da, nicht da. Im Reich des Bösen befinden sich derzeit an allererster Stelle oben auf der Liste Iran, Syrien und Nordkorea. Hugo Chavez in Venezuela auf der Warteliste. Dazu wieder zwei gute Nachrichten vorab. Syrien kann überhaupt niemanden angreifen und Nordkorea kooperiert seit 2 Wochen militärisch mit den USA. Kim Jong-il, der alte Kanickelfresser, nicht wahr, der ist mit Zustimmung der Amerikaner dazu übergegangen, ins äthiopisch-somalische Kriegsgebiet Waffen zu liefern. Das verstößt zwar gegen einen UN-Sicherheitsratsbeschluss, aber es ist schön, wenn das Gute und das Böse auch mal was zusammen machen. Nicht wahr? So, und da bleibt als Bedrohung natürlich nur noch übrig der Iran-Landsleute. Wenn Ahmadinejad, den wir im Folgenden kurz Ahmed nennen wollen, jemals in den Besitz von Atomraketen kommen sollte, möchte er damit Israel und USA angreifen. Jetzt schauen wir uns aber mal hin, wo die amerikanische Raketenabwehr hin will. Sie soll nach Polen, Tschechien und Georgien. Israel liegt aber hier. Nicht wahr? Nicht? Selbst Sie als Zivilisten durften merken, nicht wahr? Der Schirm ist zu weit hinten. Israel wird nass sozusagen. Nicht wahr? Nicht wahr? Soll aber, wenn aber, warten Sie, wenn er aber die USA angreifen will, dann ist der Schirm rechts daneben und die Rakete fällt hier ins Wasser, weil sie gar nicht so weit kommt. Spätestens an dieser Stelle, liebe Landsleute, dürfte bei Ihnen die Frage aufkeimen, was soll dann das Ganze? Sehr gute Frage, ausgezeichnet. Ich bin aber darauf vorbereitet und schon habe ich auch dazu die Antwort, Landsleute. Die USA brauchen immer 3 Dinge. Geld, Öl und eine akute Bedrohung, um den militärisch-industriellen Komplex am Laufen zu halten. Wobei dieser industriell-militärische Komplex nur dann am Laufen ist, wenn die Bedrohung von außen kommt. Nicht, das ist ja logisch. Nicht? Sie können ja auf dem eigenen Camp einer Universität nicht einen Flugzeugträger einsetzen, nicht wahr? War ein kleiner aktueller Sidekick, nicht wahr? Ja. Also, Landsleute, Ahmed liefert die Bedrohung, das Geld liefert die Weltmarkt und das Öl ist das Problem. Die letzte große offene globale Tankstelle, Landsleute, liegt hier mitten im eurasischen Kontinent, weit weg von den USA. Und das ist rund um das Kaspische Meer. Und da sind die Zapfsäulen denkbar knapp geworden. Nicht da. Wenn sich jetzt Europa, Asien und Russland einig werden in der Energiepolitik, dann müsste sich Uncle Sam nicht da, bei der Zapfsäule ganz, ganz hinten anstellen. Und das ist die Lösung des Problems. Nicht wahr? Militärisch sind die Raketen völlig unsinnig, aber ihre Stationierung stiftet einen strategisch wichtigen Unfrieden rund um die Zapfsäule. Und jetzt gehen wir mal ins Detail. Nächste Karte. Ich sehe auf dieser Karte alles, was ich Ihnen die nächsten 2 Stunden zeigen werde. Hier haben wir den eurasischen Balkan. Hier, ein strategisch wichtiger Begriff. Unbedingt was? Ins Stationsbuch. Was geht's? Das ist der Oettinger, hat Hitler für den Friedensnobelpreis vorgeschlagen. Ja, aber das Können Sie, erzählen Sie mal, wir haben keine Zeit, Begründung, Feierabend, das, meine Damen und Herren, war ja. Neues aus der Anstalt, heute mit unseren Gästen Alfred, Dorfer, Uwe, Steinle und Hagen Reder, den Dank lassen Sie sich wieder einliefern am 15. Mai. Um 2:15 Uhr in Wiener, live nach dem Modular.